Hi Leute, willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part die Typen hier überrannt und ja, sind jetzt unsere Verbündeten geworden, weil sie nicht zerstört werden wollten. Verständlicherweise. Ja, und wir möchten einfach mal den Herrn hier auch nochmal überrennen. Der hat nur eine kleine Welle, die sollten easy für uns sein. Die wollen sie echt töten, wow. Sie haben sie einfach erschossen. Ihr Schweine! So. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen neuen Arbeiter. Ich kann ja keinen neuen Dorfwohner herstellen. Oder kriege ich automatisch neue? Weil irgendwie habe ich immer noch drei. Egal. So, wir möchten forschen. Jetzt nur nichts mehr zu forschen. Außer das Ding. Nahkampfrüstung für Miliz dann. Nicht schlecht. Mir fehlt nur leider 10 Gold. Okay, was haben wir denn so? Stimmt, wir hatten die beiden Gruppen. So, schicken wir doch mal unsere Truppen nach vorne. Die können wir verteidigen. Das passt schon. Eigentlich ist das dumm, da anzugreifen. Ich gehe lieber hier hin. Weil hier wird die Burg die ganze Zeit schießen. Na, hier musste ich. Das habe ich nie kaputt gemacht. Das Dorfzentrum? Kann das sein? Nö. Ich weiß das nicht. Oha, oha. Dann geht da drauf. Hier läuft die heimlich sein. So. Mach die Burg kaputt. So. Alter, schick. Achso, das ist mir unser. Ich wollte jetzt sagen, jetzt schickt er ganz schön was los, aber. Nein. Da drauf. Da drauf. Meine Güte. Wollen wir in Runde dumm sein, glaube ich. Naja, gut, komm mal her. Meine tatarischen Brüder, ich habe euch befreit. Reitet zum Angriff auf Nogai Khan. Muss man ungefähr halb runterhauen. Das ist nicht so viel. Khans Reiter sind wie die Grashalme der offenen Steppe. Auch wenn Tausende zertrampelt werden, marschiert die Horde weiter. So, was fehlt uns jetzt noch? Genau, die Heinis hier. Oh, mir fehlt schon wieder Gold. Oh, das ist richtig, ne? Die? Die? Genau. Passt. Ich wollte doch schon wieder verarschen hier. Ah. Ist einfach unverbesserlich. Wo bist du überhaupt her? Achso, stimmt. Ihr setzt ja ab. Ja, dann Angriff hier. Zack. Das da. So, jetzt bräuchte ich nur noch mal ein bisschen mehr Gold. So, die beiden sind jetzt verbündet. Und den Heini muss ich noch töten und das Zelt zerstören halt. Muss ich dafür die Burg einnehmen? Ich meine, ich kann hier zwei Burgen zerstören. Ah, interessant. Ich könnte theoretisch auch Triebwerke bauen.
Ja, immer ein Greifen sein. Ist auch schön. Ah, 2000 Gold. So, wir wollten irgendwas forschen. Nur gerade vergessen, was? Das nicht, das nicht. Das kann ich noch forschen. Hä? Was war das gewesen? Oh, ist ganz viel Forschung über. Ah, genau das Ding. Es kommt davon, wenn ich das dann nicht anklicke. Naja. Gut. Mache ich den kaputt oder nicht? Ich würde sagen, ja. Und danach schneide ich mir das Zeug. Wobei ich auch einfach durchreiten könnte, ne? Oh, hier ganz gemütlich mit durch und dann zack, dahin. Dann kaputt machen. Die beiden Türme sollten mich ja nicht aufhalten. Ja gut, die Mangen und Onaga, oder wie immer sie heißen mögen. Die hält mich natürlich auf. Das ist ein Onaga und das ist Belagerungs-Onaga. Was für ein Unterschied. Gold. Können wir uns leider nicht leisten. Genau. Ich krieg euch mal gegenseitig. Weil der Gelbe auch zu mir kommen könnte, das wäre egal gewesen. Das Ding brennt immer noch fröhlich vor sich hin. So. Das ist fertig. Der baut noch. Ist auch noch am Bauen. Dann baue ich hier nochmal zwei oder drei. Oh, das hätte ich ja voll übersehen. Warum gibt es das hier? Ich sehe keine Reliquie. Schade eigentlich. Ich dürfte gerne gegenseitig vernichten. Da habe ich gar nichts gegen. So, du bist fertig. Du bist fertig. Immer noch ein. Wow. Hier dann noch ein. Guck mal, schneller ist. Okay, jetzt immer langsamer als der. Wow. So, eins sind die Heines hier. Zack. Dahin. Seid Gruppe 2. Dahin. Ihr seid Gruppe 3. Kommt mit. Gut. So, möchte ich den jetzt hier vernichten? Eigentlich schon. Andererseits. Ich habe einfach nur ein paar Triebwerke bauen. Davon noch ein paar. Und davon noch ein paar. Ups, das war vielleicht ein paar viele. Da machen wir 4, das reicht. Und lieber davon ein paar mehr. So, was ist das eigentlich? Ein Turm und die Burg. Ja, arbeite einfach. Du stellst dich dazu. Perfekt. So, jetzt habe ich nur das als Forschung, aber ja. Wenn wir mal verlieren oder so. Was bringt der Handelshof? Ich habe keine Ahnung. Dass ich das Ding hier hingebaut habe, war echt super geil. Alles, was jetzt hier reinlaufen möchte, wird einfach instant weggeklatscht. Oh shit, oh shit. Geh erstmal alle wieder zurück. Oh, greift er uns gar nicht an.
einen Typen, wow. So, der ist fertig. Und der braucht noch eine ganze Weile. Ihr dürft gerne reinkommen. Greift uns einfach ran. Autsch. Böse. Ganz böse. So, ich werde einfach da lang laufen und das Ding gleich zerschroten. So zumindest mein Plan. So, drei davon. In dieser Gruppe vier. Ja, passt. So, die Mönche sind Gruppe 5. Und passt das schon alles. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die Barrikaden habe, aber okay. Aber nur zum Ablenken wahrscheinlich. Oh, der Verbündete wird platt gemacht. So, hier ist Gruppe 4. Oh nein, jetzt habe ich es vermasselt. Wird doch Gruppe 2 und dieser Gruppe 1. Ihr seid 4, so. Passt. Für einen eventuell zweiten Angriff. Warum nicht? Schon mal vorbereiten. So, einmal bitte nach vorne. Und auf das da kaputt machen. So, dürfen wir auch gern zurückschießen. Ja, abbauen. Oh shit, nein. Abbruch. Eins, zwei, drei, alles rein. Geht mal hier nach unten weiter. So, alle schießen, worauf ihr Lust habt. So, kann sich das Ding dann verteidigen? Glaube nicht. Angriff. Wie, Moment, das Ding? Konnten sie eher angreifen als den? Wow. Ich bin hart enttäuscht. Von Blut. Erfüllt sie euch nicht mit Freude? Ja, tun sie. Würde ich einfach nur platt machen. Wo ist denn der Mönch? Ach, da. Ich bin nicht in Ordnung. Hier, komm her.
So. Genau, platt gemacht, jetzt nur das Zelt. Spence, Chaos bricht hier aus. Boah, sieht so gut aus. Ich will sie einfach nur überrennen. Richtig geil. Eine schön easy die Mission, weil man so gut Ressourcen bekommt. Einfach nur angreifen. Oh, ich hab nichts mehr zu angreifen. Oh, das... Das sah ja richtig aus, wie das zusammengefallen ist hier. Es war eine Ehre, gegen solch einen starken Gegner zu kämpfen. Geht nun, Zar der Bulgaren. Verräter haben euren Thron geraubt. Verräter? Wer? Wollt ihr uns jetzt nur testen, oder? Was ist da los? Gucken wir doch mal nach. Ein einsamer Reiter näherte sich Drasta und rief nach dem Zaren. War es ein Bote des einäugigen Khans mit einem Friedensangebot? Fragte sich Evaljo. Doch als der Zar über die Zinnen blickte, sah er, dass der Reiter ein Bulgare war. Welche Kunde brachte er aus Tarnovo? War er gekommen, um Evaljo von der Geburt seines Kindes zu berichten? Nein, seine Nachricht ließ Evaljo und die Überlebenden der Belagerung erstarren. Zar, begann der Reiter, eure Männer in Tarnovo sind tot. Ermordet von den Bulgaren, die für Ivan Assen die Tore geöffnet haben. Ivan hat die Zaren und euer neugeborenes Kind gefangen genommen und zum Kaiser gebracht. Gar nicht so gut. So, Echo der Helden. Ivaljo galoppierte gen Süden. Ich glaube, der Name ist falsch geschrieben. Sie sagt es mal anders, als das da steht. Feldern. Er ritt unter den hohen Gipfeln und durch die engen Passagen des Balkangebirges. Dort würde der Rest seiner Armee den letzten Kampf bestreiten. Eine große Armee der Römer näherte sich als Verstärkung für Ivans Männer in Tarnovo. Der General Michael Glabas führte sie an und hatte seine ohnehin schon beeindruckend große Truppe mit Tartaren-Söldnern aufgestockt. Mit Ivan im Norden und den von Süden anrückenden Römern wusste Ivaljo, dass es für seine letzten Anhänger weder Zuflucht noch Rückzugsort gab. Sie würden auf diesen Gebirgspässen siegen oder sterben. Doch diese Täler waren bereits Zeuge unmöglicher Siege geworden. Hier gingen die bulgarischen Khane und Zaren in die Geschichte ein. Von den Wänden aus Granit hallten die Namen von Helden wie Krum, Simeon und Kalojan. Zu diesen Namen sollten sich auch die von Ivaljo und seinen Männern gesellen. Dann hoffen wir, ob wir das hinkriegen. Wenn das zwei verschiedene Armeen sind, die relativ groß sein sollen, könnte es knapp werden. Ivaljo, Gürti, was? Görgi Terta. Und die Bulgaren müssen überleben. Was? Alle Bulgaren? Wird das denn machen? Bulgaren, legt eure Schwerter nieder und liefert uns den Mann aus, der sich Ivaljo nennt. Der Kaiser wird eure Leben verschonen. Er verlangt nur euren Anführer. Römischer Hund, kommt und holt ihn. Erstmal geklaut, den Typen. Assens Männer halten diese Stadt. Ihr werdet die Berge überqueren müssen, um eure Krieger zu erreichen, die den Pass verteidigen. Wie ihr werden auch meine Männer durch Verfolgung in die Berge gezwungen. Sie markieren ihre Verstecke mit uralten Statuen. Helft mir, sie zu suchen. Dann werde ich euch helfen. Okay. Was soll ich jetzt tun? Das
Ey, das ist ein blöder Mönch, noch woher? So. Damit darf ich nichts machen. Mit dem soll ich jetzt unterwegs gehen? Oh, der alte Sack hier. Cosma. Hm. Da ist doch einer. Alte Statue? Moment, meint er das? Ah, cool. Soll das so sein? Hm, kann ich mir gut vorstellen. Aha. Jetzt können wir von hier aus weiterreiten. Ist ja auch witzig. So. Sollen wir hier auch schon weitergehen oder sollen wir einfach nur hier? Keine Rohstoffe. Also irgendwie ist das schon witzig. Moment. Ich will erstmal noch weitergehen. Vielleicht soll das ja erstmal noch so ein bisschen funktionieren. Oh, jetzt sagen wir jetzt nur, um Rohstoffe zu bekommen. Ich weiß es nicht. Irgendwie gerade ein bisschen komisch aus. Okay. Ich kann darüber. Ist doch gewollt, dass ich hier lang gehen kann, oder? Die haben sich wirklich was ausgedacht, ne, in dem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Das hat schon was. Jetzt hier durchprügeln oder wie sieht das aus? Ich werde da gleich noch mal hin, aber jetzt habe ich das hier gekriegt. Ach, hier rechts bin ich auch noch nicht gegangen. Ja. Wow, was ist denn hier los? Bist du wahnsinnig? So ein Verrückter. Ah, cool. Okay, das sieht aus wie Sackgasse. So, dann gehen wir da nochmal hin. Und der hier. Erstmal da hoch. Ah. Sie kann Felder bewirtschaften, wobei. Stoppt erstmal die Ziege. Gold kriegen wir auch noch. Schön. Er ist verbündet, alles klar. Bis dahin laufen jetzt? Hm, sieht fast so aus. Ich habe von Erkundungen mit Schafen gehört, aber mit Schweinen? Das ist so verrückt, dass es funktionieren könnte. Erkundung mit Schwein? Ach so. Dann mach mal. Oh, er geht hier mal schön weiter scouten. As gutov, as delaju. Hm. Da, точ as delaju. As delaju. Okay. Wo kommen wir hier hin? Da. Ich bin mittlerweile beim Dorf angekommen, ja, aber. Ich gehe mit da hoch. So, mein Schweinchen. Moment, ich habe mein Schweinchen verloren. Okay.
Da ist schon wieder ein Heini. Komm mal her. Den schnappen wir uns. Ist so bestimmt noch mehr. Ah, hier darf ich noch nicht durch. Schade. Später vielleicht. So, komm mal her. Vololo. Dieses Vololo ist so cool. So, da nochmal kurz hin. Feindlich, ja. Oh. Geht's wirklich immer noch weiter, ne? Okay, den müsste ich eigentlich erobern. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles da oben zumindest. Ja, Holzfällen. Oh, das ist dann noch feindlich. Können wir doch eigentlich kaputt machen, oder? Können wir doch da langlaufen? Hm. Wow, der einen Schlag gelandet, das Ding ist fast tot. Alter, bist du schwach. 39 Leben verloren. Alter. Das ist schon hart. Ein bisschen. So, meine Bauern aus dem Berg. Tut Sachen, dass ich hier weiterkomme. Also wirklich viel machen kann ich nicht, ne? Er gammelt hier nur rum und kann eigentlich nichts machen. Naja, hier so ein bisschen Nahrung rankriegen. Wieder ein Koch. Nö. Sieht, glaube ich, nicht so aus. So, hier könnten wir noch gründen. Ne, doch mal dich hier. Komm her. So, scheiß da nichts mehr ist. So, da ist gar nichts, oder? Ah, schade. Okay, dann da wieder hin. Genau, bringt euch alle gegenseitig um. So, der ist verbündet. Was mache ich damit? Angreifen. Einfach angreifen. Das forschen. Mache ich auch einfach. Und das. So. Forsch, was das Zeug hält. So, leider einen verloren. Auch nicht so schlimm, jetzt kann ich da ja hin. So. Das oben gehört bereits mir. Mach ich denn jetzt den Turm kaputt? Geh mal da hin. Na, kommt her. So, stirb. So, und die soll ich auch noch kaputt machen, oder wie sieht das aus? Hier war ja
Gerta und die Bulgaren müssen überleben. Bringen Sie Evaya zum Lager der verbündeten Bulgaren. Ist das das Verbündete? Ich glaube nicht, das sieht feindlich aus. Ich kann nochmal nachgucken. Römer, natürlich sind die feindlich. So, Bulgaren, das sind die Grauen. So, dann greift man an. Gucken, ob das was bringt. Aha, funktioniert. So, dann gehst du mal da lang. Mal wissen, wo das hinführt. Okay. Deswegen wahrscheinlich die Schweine, damit ich sehe, dass man da außen rum kann. Naja. Das ist noch alles heile, passt. Ihr dürft nicht sterben. Haben wir hier noch was? Oh, nice. Es lohnt sich, sich umzusehen. Und hier möchte ich auch nochmal hin. Ah, da werde ich gleich nochmal hingehen. Hier wird wahrscheinlich nichts sein, schätze ich, hoffe ich. Keine Ahnung. Ah, guck mal, doch einer. Noch mehr Schweinchen für uns. Schön. So, das war das. Ich geh mal dahin. So, noch ein paar Schweinchen. Ah, den hat er gleich down. Schön. Wie stark ist der eigentlich, ey? 14. Hm. Na ja, gut. Wenn er das durchgehend macht, ne? Wir gucken uns ja hier noch ein bisschen um. Das lohnt sich. So, ihr beide. Geh mal dahin. Der hat echt riesige Reichweite, der Alte. Wow. Nein! Oh mein Gott, nein. Ich hab verloren. Ja, geil, weil ich mich verklickt habe. Ach, nö. Okay, der war aber nicht wichtig, dass er überleben musste. Gut, puh. Ich dachte, ich hätte es instant verloren. Oh, shit, ey. Angriff. Na, du nicht. So, machen wir mal das. So, ihr geht dahin. Hoffe ich mal, dass ich irgendwo da ankomme. Oh, schade, den alten Opa hätte ich gerne noch behalten. Kommst du da auch hin? So, und du kannst, können die da irgendwo lang? Ich hab keine Ahnung. Nee, hängt drauf fest. Hm. Das ist ja doof. Warte, ich komme da durch. Schade eigentlich. So, was machst du da? Keine Ahnung, geh erstmal da lang und. Boah, ich hab keine Ahnung hier. Geh dahin.
Einfach dahin. Da? Oh, sehr cool. Opa. So, was können wir noch machen? Kannst auf jeden Fall da runter gehen. So. Dass die hier durch die ganze Weltgeschichte schicken muss. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir einen riesen Umweg laufen müssen. Ja. Schieß halt. Okay, nichts. Nein, jetzt hätte ich ihn verloren. Toll. Naja. So, sonst noch irgendwas, was wir kaputt machen können? Okay, da ist noch Abgrund. Warum sind das jetzt so viele im Moment? Ich muss sagen, euch beide. Mönchi? Was ist der denn? Boah, ich sehe ihn nicht. Da. Ach du Schande. Das ist Team 1. Na toll. Okay. War leider verlustreicher, als ich gehofft hatte. Hm. Naja. Du kannst das da machen. Sie hört die mir. Ach, egal. Dann gehört die mir halt nicht. Hojojo, hojojo. So. Na, was haben wir da? So, irgendwas versteckt? Wow, ja, Feinde. Hallo, weg da. Wow. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht abkriegen. Oh shit. So, hier geht mal weiter. Ich will endlich mal hier ankommen, das kann doch nicht sein. So, ich greife mal an. Kann nicht sein, dass die jetzt die ganze Zeit hier die Sachen kaputt machen. So, komm mal her. Wow, sind das viele! Jawohl, mach sie fertig. Nein, 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 nein. Ich muss sie mal heilen lassen hier. So, geht dahin. So, der Turm ist nicht mehr sinnlos kaputt gemacht. Wow. Wieder möchte ich jemanden ablenkt. So, da möchte ich wahrscheinlich. Nein, möchte ich nicht hoch. Okay. Ein Tatarentrupp ist hier vorbeigekommen, auf der Suche nach dem römischen Vorratslager. Der Anführer des Trupps sagte, er sei ein Freund von euch. Ein Freund von uns? Sei doch gern. Nein, 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 nein. Ah, war ja klar. Bitte nicht sterben. So, du gehst mal alleine da hoch. Wir sind schnell genug. Wow, ey. Ich hasse diese Dinger, ey. Ich hasse sie einfach. Hm. Angreifen. Da. Wie geht das? Rechtsklick? Nee. Ja. Dann habe ich keine Ahnung. Ach, guck mal an. Vielleicht da. Wenn er da denn langlaufen würde. Geht's da lang?
So, was ist das hier für ein Schleichweg? Wo komme ich hier hin? Ach du Scheiße! Hallo? Ist der dumm? Wieso frage ich das überhaupt noch? Ich weiß doch die Antwort. Die sind ultra dumm. Plötzlich dreht er wieder um, ey. Was ist mit ihm? Ja, wir können theoretisch hier lang und dann sind wir auch schon hier. Und dann haben wir es geschafft, oder? Weil bla bla müssen wir leben. Bringen Sie zum Lager. Finden Sie den geheimnisvollen tatarischen Plünderer. Finden Sie das römische Vorratslager. Okay. Ja toll, das Ding kann ich gar nicht gebrauchen. Ah. So, ich könnte jetzt einfach gewinnen, indem ich hier hingehe. Das ist mein anderer Reiter. Ach, das war der, der hochgegangen ist, oder? Kann das sein? Hm. Wahrscheinlich. Nicht deren Ernst. Ich bin gerade erst da gewesen, ne? So, den noch mal. So, den auch noch mal wegmachen. Ja, ihr seid nicht schnell genug gegen Reiter. Das kannst du knicken. So, leider fällt mir jetzt erst auf, dass die Zeit schon lange rum ist. Ich spiele viel zu lange rum. Ja. So, dann wird das halt mal ein überlanger Part. Ist wahrscheinlich für euch nicht so schlimm. Wir werden aber trotzdem jetzt hier Schluss machen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.